Hallo und willkommen zum ersten Sammlungsvideo im neuen Jahr. Ich fange an mit den Masken, weil es hier ein oder zwei gibt, die noch in ein Aufbruchprojekt wandern werden. Und da ich dann erst diese Maskensammlung euch zeigen möchte, bevor ich euch dann das andere Video präsentiere, machen wir das heute mit den Masken. Genau. Ich habe sie so nach Creme- und Tuchmasken sortiert. Nach Marken könnte sein, wenn nicht, ist es halt so, und wir fangen jetzt erstmal mit denen an, die ich so in Tuben und in Tegeln drin habe, damit die mir hier halt nicht rausfliegen. Also, von The Beauty Jet, das dürfte aus dem Action sein, habe ich hier diese Moisturing Face Mask in der Duftrichtung Grapefruit mit Orangenblütenwasser. Die soll halt dafür sorgen, dass man ein bisschen Feuchtigkeit ins Gesicht bekommt. Habe ich erst gerade von meiner liebsten Uli zum... ja, im Adventskalender drin gehabt, kenne ich nicht, bin ich sehr gespannt drauf, wird irgendwann dieses Jahr daran glauben. Die hier ist von Sephora und das ist eine Peppermint Gum Mask, also eine Kaugummi-Pfefferminzmaske. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, soll für 5 Anwendungen reichen. Ich habe sie von Sabrina letztes Jahr zum Geburtstag bekommen und immer noch nicht angerührt. Genau, hier hinten steht auch drauf, dass man ein Selfie machen soll damit und dann diesen Hashtag Sephora Collection verwenden soll. Wahrscheinlich werde ich das machen, wenn ich die irgendwann mal gebrauche. Ich überlege, ob die tatsächlich jetzt in dieses Aufbrauchprojekt mit reinkommt. Deswegen stelle ich sie mir mal beiseite, weil sie reizt mich schon zum Ausprobieren. Ja. Dann habe ich hier noch von Montagne Jeunesse aus der Seventh Heaven Reihe diese Cucumber Peel-Off Maske in der Tube. Habe ich von meiner lieben Silke mal bekommen. Ich glaube auch letztes Jahr zum Geburtstag. Ich habe sie auch noch nicht angerührt, weil ich jetzt erstmal die anderen halt leer machen möchte. Denn ich denke mir immer, wenn man so eine Tube anfängt, dann muss man halt auch dafür sorgen, dass die halt so schnell wie möglich aufgebraucht wird, damit das halt nicht eintrocknet, gerade bei diesen Peel-Off Masken. Die von Montagne Jeunesse mit dieser Gurke ist eine für mich der besten Peel-Off-Masken, die es halt in der Drogerie gibt. Aktuell gibt es das, glaube ich, nur noch bei Müller, weil Rossmann und so weiter hat die halt nicht mehr. Aber gute Geschichte. Ja. So, und dann habe ich hier noch die, das ist von M. Asam, Hyaluron Repair Night Therapy Mask. Die habe ich auch von Sabrina auch noch nicht angefangen. Ich überlege, ob ich sie auch mit in dieses Aufbrauchprojekt gebe oder nicht. Also die soll man halt dünn auftragen abends und dann zieht die halt ein und eventuelle Reste soll man mit dem Kosmetiktuch abnehmen. Also sie reizt mich halt auch ziemlich, ziemlich doll. Ich guck mal, ob sie mit in diesem Projekt halt landet oder nicht. Müssen wir schauen. So, und dann habe ich hier noch eine kleine, die kommt auch von Action. Das ist eine Matte Mask. Die war bei diesem Leo-Zeugs dabei, was ich von meiner Sarah bekommen habe. Ja, das ist so ein Tiegel mit 8 Millilitern. Das wird aber auch für 2 Anwendungen bestimmt reichen. Und ist wahrscheinlich etwas gegen Hautunreinheiten, was steht dann hier drauf? Mit Hyaluron, Kokosnussöl und Kaolin Clay. Und soll man 5 bis 10 Minuten drauf lassen. Ja, genau. Niedlich und klein. Wir gucken mal, wann wir sie verwenden. Na? So. Okay, dann machen wir mal weiter mit diesen Crememasken. Ja, das sind Crememasken, glaube ich. Ja, und hier haben wir dann die Tuchmasken. Ich muss ehrlich gestehen, dass momentan Crememasken mir alle zu lange dauern. Ich darauf eigentlich nicht wirklich Lust habe. Tuchmaske geht viel, viel schneller, viel, viel einfacher. Und ich finde immer, dass die auch ein bisschen besser sind von der Pflegewirkung her. Es kann natürlich sein, dass das einfach nur wieder eine persönliche Geschichte von mir ist. Aber das ist momentan einfach so. Ich habe aber so viel Zeugs und deshalb... ja, liegt jetzt auch der Fokus in den ersten paar Monaten erstmal darauf, die Crememasken leer zu machen. Also wir fangen mal an. Oh, ich habe die doch mal nach Marken sortiert. Wir fangen mal an. Ich habe hier jede Menge von Sephora, so eine kleine, die habe ich mal von Sabrina bekommen.
Die sind ziemlich gut, was so Hautunreinheiten und so weiter angeht. Das soll eine Mud Mask Purifying and Mattifying sein. Ich zeige euch die mal so. Diese sind, wie gesagt, ziemlich gut. Davon habe ich jetzt noch 5 Stück. Die reichen immer für einmal. Sind gut, ja. So, dann habe ich 2x von Body and Soul Wellness. Die hier mit Granatapfel und Cranberry. Die sollen Feuchtigkeitsspenden senden, das sind sie auch. Und die sind wirklich toll. Das ist die, ich sag mal, etwas teurere Marke von Müller, die Hausmarke. Dieses Body and Soul. Und ich mag die sehr und freue mich, wenn ich davon mal welche im Paket halt bekomme. Von meinen Mädels, wenn sie halt, weil sie ja wissen, dass ich nicht so an Müller-Produkte komme. So, dann haben wir hier noch ganz viel von Cardia Vera. 2x die Summer Spirit Gel Maske. Die habe ich auch schon per Mal aufgebraucht. Die ist wirklich toll. Dann die Superfood Mousse Maske von Cardia Vera. Auch sehr gut. Die Totes Meersalzmaske, die habe ich gerade aufgebraucht, noch in der alten Verpackung. Das ist jetzt die neue. Auch ein sehr gutes. Eine sehr gute Maske, die Feuchtigkeitsmaske von Cardia Vera habe ich hier. Dann die in der alten Verpackung mit Granatapfel, die ist auch sehr, sehr gut. Und dann die AHA Peeling Maske Strawberry, die erinnert mich sehr an die Shevins Erdbeer Peeling Maske. Ich mag sie beide und ja, freue mich, dass ich davon auch noch ein paar Anwendungen habe. So, was haben wir hier? Balea, ist das alles Balea? Na, fast. Fast. Balea einmal. Eine Limited Edition, die dürfte es auch noch geben, die Salted Caramel Maske. Bin ich sehr gespannt drauf, aber ich habe auch ein bisschen Schiss davor, dass das einfach sehr süß riecht. Ich bin ja nicht so das Mädchen für süße Düfte, also ich bin eher so pudrig, saubere Wäsche, blumig. Ja, so süß und fruchtig ist nicht so ganz meins, aber irgendwie reizt sie mich doch. Mal gucken, ob meine Mädels einen Tag im Maskenball sagen, dass ich sie verwenden soll. Dann habe ich hier von Balea die Anti-Falten-Maske. Die kenne ich nicht, die hatte ich erst gerade von meiner Silke im Weihnachtspaket. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann nochmal die reinigende Maske von Balea. Auch die kenne ich nicht, auch da bin ich sehr gespannt. So, dann Montagne Jeunesse. Einmal die Dragonfruit-Sauna-Maske, ist meine letzte, aber sie wird hier halt schon hart. Ich muss sie jetzt irgendwann verwenden. Da komme ich leider nicht drum rum. Dann die Superfood Granatapfel Peel-Off Maske. Sarah, habe ich die von dir? Ich weiß es nicht. Ich schreibe es mal bitte runter. Ich weiß nicht. Oder habe ich die von Uli bekommen? Nee, die müsste von dir kommen, ne? Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch auf die, die auszuprobieren. Und dann habe ich noch mal diese Karam Matte. Auch aus dieser Seven's Heaven Reihe. Das ist eine schwarze. Ich glaube von Sabrina, oder Sarah? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, so ist es halt manchmal. Dann habe ich von der Firma Soraya diese Blueberry Maske. Auf die bin ich sehr gespannt, weil normalerweise mag ich keine Blaubeeren. Ich mag sie nicht essen. Ich mag es auch nicht unbedingt gerne riechen, weil ich immer finde, dass die sehr, sehr muffig riechen. Und ich mag diesen muffigen Geruch einfach nicht. Aber ich bin darauf sehr, sehr gespannt, wie die so ist. Und die hier, die habe ich von Nina, glaube ich, erst gerade bekommen, von M. Asam. Regenerierende Hyaluron-Nachtmaske. Ja, mal gucken. Freue ich mich auch drauf zu testen. Also ich kenne beide nicht und wir gucken mal. Genau. So, dann kommen wir zu den, das ist ein Sugar Scrub, das gehört hier nicht rein. Kommen wir zu den Tuchmasken. Einmal Montagne Jeunesse mit brasilianischem Schlamm und gepressten Acai-Beeren. Ja, die ist sehr, sehr gut, die mag ich sehr gerne. Die gab es auch eine Zeit lang mal bei uns, aber es gibt allgemein keinen Montagne Jeunesse mehr bei uns bei Rossmann. Keine Ahnung, warum nicht. Ist eine sehr, sehr gute Maske. So, die habe ich von Sabrina, The Beauty Depth, zweimal, aber zwei verschiedene Sorten. Einmal Holy Guacamole und einmal Spill the Tea Tree. Ja,
Bin ich sehr gespannt. Ich kenne sie halt beide nicht. Hatte ich erst gerade von Sabrina in dem Weihnachtspaket, glaube ich. Jo. Jo. Naja, irgendwann. Dann habe ich von meiner lieben Sabrina ganz viele von Sephora bekommen. Einmal die Pomegranate, also die Granatapfel-Geschichte. Dann einmal die Pineapple. Die habe ich, glaube ich, schon mal gebraucht und fand sie gut. Und dann habe ich hier halt noch diese Kokosgeschichte, 3 Stück. Finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Und ja, das sind halt so Masken, die sind ja schon ein bisschen teurer, sag ich mal. Also das sind so Dinge, die gönne ich mir, wenn es ganz dringend notwendig ist. Aber ich mag die sehr. Genau. Dann habe ich hier 2 noch von Toni Moly. Einmal The I'm Charco Cheat Mask von Toni Moly. Die kam von Nina gerade. Ich hatte ja eine, die mit Avocado, und fand die ja nicht so gut. Habe ich ein bisschen gemeckert drüber. Und von Nina waren halt 3 drin. Einmal die mit Avocado. Die habe ich aber schon aussortiert, weil ich hatte mir halt die mit Avocado halt selbst geholt. Und da ich die nicht so toll fand, habe ich die jetzt quasi schon in ein Paket gepackt für eins meiner Mäuse, dass die das dann auch mal ausprobieren dürfen. Aber die kenne ich halt nicht und bin gespannt. Und dann ein Pearl, die habe ich Uli zu Weihnachten geschenkt, weil sie nicht so auf Avocado steht. Ich selber hatte sie halt noch nicht und von daher, ja, freue ich mich, die jetzt auszuprobieren. Genau. So, dann aus dieser Leoparden-Geschichte, was ich da von Sarah bekommen habe, wo halt so viel Zeugs drin war, ist das hier die entsprechende Tuchmaske. Ja, sehr gespannt. Mal gucken. Dann, die sind von Action übrigens jetzt, die jetzt noch kommen, die 3, beziehungsweise sind schon 2, dann kommt noch eine. Das sind diese Panda-Masken, die gibt es nicht mehr. Leider, 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 aber die waren echt toll, die sind mit Gurke und man sieht halt auch voll drollig aus. Ich habe dazu mal ein Vergleichsvideo gemacht, einmal mit der Maske von Müller und einmal mit der von Action. Wenn ich das nicht vergesse, dass ich euch das jetzt hier erzählt habe, dann verlinke ich euch das Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das habe ich damals ausprobiert, ja. Auf jeden Fall, die mag ich sehr. Und dann meine liebste Maske von Action, Facial Sheet Mask with Almond Oil and Vitamin E. Bestes Ding bei trockener Haut. Super, super gut. Und so reichhaltig und noch so viel Serum unten drin. Und für das, dass die Teile wirklich nur 60 Cent kosten, machen die so einen super Job. Also großes, großes Kino. So, kommen wir zu den Balea-Geschichten. Ich habe noch eine Balea-Tuchmaske Kaktus. Ja, hebe ich mir auf für den Sommer. Finde ich großartig. Dann habe ich noch 2 von den Copacabana. Ich habe von Sabrina in dem Adventskalender, den sie mir gemacht hat, noch drin gehabt die Body Butter, dann nochmal das Shampoo und das Duschgel. Und ich selber habe noch Duschgel und Body Butter halt selber gehabt. Und wenn ich dann das vielleicht im Sommer anfange oder so, dann kann ich die dazu verwenden. Das passt dann super. Genau. Dann, Foxy, habe ich auch noch 4 Stück. Ich weiß noch damals auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr, wer mich da verlinkt hat, aber irgendwer hatte mich verlinkt und sagte, guck mal, was es jetzt gibt. Und dann ja, sind alle quasi wie die Wilden los und haben mir dann diese Masken besorgt. Von Uli habe ich 2 gekriegt, von Silke hatte ich, glaube ich, 4 oder 5 bekommen. Und ich glaube, von Cindy hatte ich auch noch eine bekommen. Dann habe ich damals von Jens noch eine bekommen. Ich selber hatte mir auch noch eine gekauft. Ich hatte ganz viele davon. Ja, und jetzt sind noch 4 übrig geblieben. Die benutze ich tatsächlich, wenn es mir nicht ganz so gut geht und ich ein bisschen Aufmunterung brauche, dann benutze ich die und dann, ja, genau. Ich habe da damals, glaube ich, auch ein Foto auf Instagram von hochgeladen, als ich das benutzt hatte, das erste Mal. Und ja, die ist halt drollig und man sieht dann auch sehr, sehr fuchsig aus und ja, genau. Also mit so Tiermasken kriegt man mich immer. So, dann haben wir hier noch Balea. Einmal die strafende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Grünteeextrakt und Hyaluron. Das ist die mit der weißen Spitze. Mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich schon 1 oder 2 Mal aufgebraucht. Finde ich gut. Ist auf jeden Fall noch bis November 2022 haltbar, steht hier hinten drauf.
Und ja, ich mag die, vor allem ich mag das, dass das halt so zwei Teile sind. Also du hast halt einen Ober- und einen Unterteil und manchmal ist es einfach so, wenn du so ein Tuch hast, dass das nicht vernünftig passt und hier kannst du das halt anpassen und dadurch, dass das halt so ein Kiel ist und kein Tuch, ist es irgendwie nochmal besser. Ich mag die sehr. Und dann nochmal von Balea auch eine straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Diamantpuder und Hyaluron. Da hatte ich die lilane schon aufgebraucht, die war mit Amethystpuder. Ja, fand ich auch gut. Und auf die bin ich gespannt. So, Isana. Wir haben hier einmal Systempflege, Anti-Age-Maske und Serum mit Rosenwasser und Vitamin C. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie es ist. Ja, ich hatte ja schon mal eine von Cardia Vera, die war auch mit Rosenwasser, die fand ich ja gut. Und hier probieren wir es einfach mal. Also ich muss mal gucken, ob ich dann vielleicht mit euch mal wieder so ein Maskenvideo halt gemeinsam mache. Ich muss immer nur gucken, wann, weil meistens bin ich abends einfach zu faul. Aber ja, mal gucken, ob ich die mit euch ausprobiere oder alleine. Mal gucken. Dann Isana Hey Tiger at Spa Time, erfrischende Tuchmaske mit Mango- und Kokosextrakt, auch von Sarah, bin ich auch sehr gespannt. Und dann Isana Young, diese goldene, die habe ich schon zweimal, glaube ich, von Sabrina bekommen und dann nochmal ein drittes Mal. Die ist super, die mag ich sehr. Das ist auch wieder so ein Zwei-Teilen-Ding und ist toll. Genau, dann haben wir hier von Dr. Scheller eine Antifalten-Tuchmaske. Kenne ich auch nicht, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, die kommt von Nina, ist eine koreanische, eine Green Tea Maske. Ja, mal gucken. Also hier hinten ist auch alles koreanisch nur drauf. Wir gucken mal, was uns da erwartet. Dann habe ich noch die hier. Die kommt von meiner lieben Susanne, als ich letztes Jahr Geburtstag hatte, hat sie mir diesen Umschlag gemacht. Ich glaube, ich habe da auch ein Unboxing zugedreht. Und da war einmal eine Maske mit einem Affen bei und einmal die. Und die ist halt mit Brombeeren. Und das ist dann eine ein Panarchen. Ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich das mit euch dann auch aus. Mal gucken. Ja. Aber ich möchte jetzt erstmal wirklich tatsächlich diese Crememasken leer kriegen, weil ich momentan einfach zu voll bin. Dann habe ich hier noch eine von Biotherm Aqua Pure Flash Mask. Mit Live-Plankton, Wasser und Salicylsäure sollte das bestimmt sein oder Salicyl irgendwas. Ja, die hatte ich mir ja mal bei Parfüm Dreams bestellt für, ich glaube, 4 Euro knapp oder 5. Die sind schon gut, also die sind wirklich gut von Biotherm. Und ja, vielleicht verwende ich die an meinem Geburtstag und gönne mir die dann einfach. Ich weiß es noch nicht. Und dann haben wir noch einmal von The Beauty Mask Company die Hyaluron-Tuchmaske. Die finde ich auch mega. Also das ist eine Marke, die machen richtig, richtig gute Masken. Also kann ich nur empfehlen. Gibt es bei Rossmann, die gibt es aber auch manchmal bei Thomas Phillips. Und ich weiß, dass Kaufland sie aufführt. Also ich denke, Edeka wird es dann auch haben. Auf jeden Fall finde ich die auch mega gut. Ihr Lieben, Kistchen ist leer. Ich werde das jetzt alles wieder da rein sortieren und werde dann jetzt noch meine Sachen für mein Aufbrauchprojekt zusammensuchen und dann mal gucken, ob es, na, Akku sagt einen Strich auf der Kamera, ich soll es dann erstmal laden, aber ja, ich gucke dann einfach mal, wann ich das dann drehen werde, vielleicht mache ich das morgen Vormittag, ich muss mal gucken. Ja, ihr Lieben, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.